Yo Leute, was geht? Und ich bin jetzt beim dritten Versuch, dieses Scheißvideo heute aufzunehmen. Ich habe versucht, es... ich wollte eigentlich schon 20 Minuten aufnehmen, jetzt ist es schon eine Stunde. Super geil, weil Fraps es einfach wieder nicht auf die Reihe kriegt. Ich war schon wieder mitten im Thema. Dieses Scheiß-Fraps fuckt mich langsam ab. So, aber heute, jetzt will ich euch erstmal begrüßen, deswegen lasse ich auch die Zahl erstmal oben stehen, weil die Scheiße immer abfreckt. So, ich bin Rage-Modus! Hab ich gar keinen Bock mehr drauf. Ich versuche jetzt seit einer Stunde ein verdammtes 20 Minuten Minecraft-Video aufzunehmen und ein bisschen Real Talk zu sprechen. Und wenn ich einmal Real Talk sprechen will, laggt es entweder rum, so wie jetzt gerade, oder das Video wird irgendwie gar nicht aufgenommen. Zum einen. So, zum anderen. Oh Leute, es geht mir so auf die Nerven gerade, ne? Aber egal, ich will trotzdem noch ein geiles Video rausbringen. Von daher begrüße ich euch hiermit wieder zu einem weiteren Minecraft-Video. Und zum dritten Versuch meinerseits. Also, ich habe eigentlich mal darüber gesprochen, dass jetzt in nächster Zeit keine Livestreams wahrscheinlich mehr kommen, da ich, sag ich jetzt zum dritten Mal, es ist unfassbar, da ich online eben nicht aufnehmen kann, beziehungsweise nicht Livestreamen kann und alle Spiele, die ich eben spiele, sind storybasiert. Sprich Minecraft The Evil Within, später kommt auch noch Call of Duty dazu, da spiele ich auch die Kampagne, den Zombie-Modus und im Livestream kann ich ja leider nicht online spielen, weil mein Internet einfach, ja, broken ist, ne? Der ist einfach ein bisschen kaputt, da braucht man einen Arzt, aber es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, wir haben es ja mal ausprobiert, also die Leute, die schon seit Anfang an dabei sind, die wissen das auch, dass das nicht so immer funktioniert, wie man das eigentlich haben will. Deswegen möchte ich euch da lieber Bescheid geben, damit ihr Bescheid wisst, warum keine Livestreams kommen. Es gibt ja bestimmte YouTuber, dessen Namen ich jetzt einfach mal nicht nenne, Hashtag kein Hate, die einfach, ja, drauf scheißen, ne? Die dann einfach, keine Videos mehr hochladen oder ähnliches. Aber darauf komme ich auch später zu sprechen, das sieht scheiße hier aus. Also ich müsste hier wenigstens... ist das nicht dein Ernst, oder? Ach, leck mich auch im Arsch. So. Auf jeden Fall, dass ihr da Bescheid wisst. Es werden natürlich auch mehrere Videos kommen. Beziehungsweise Videos. Was wollte ich denn jetzt machen? Mir eine Axt bauen. Beziehungsweise Videos, die auch was mit Multiplayer jetzt zu tun haben. Da, also diese Story-basierte finde ich eigentlich am coolsten, am einfachsten, am besten zu kommentieren. Aber ich würde auch liebend gern mal mit euch zocken, weißt du, mit meinen Abonnenten ein bisschen zocken. Das aber leider nicht geht, weil es einfach nicht funktionieren soll. Keine Ahnung warum. Es soll einfach nicht funktionieren. Eine höhere Macht will es einfach nicht. Mein Internet ist so broken, dass ich einfach nicht aufnehmen kann. Was ich sehr, sehr schiede finde. Weil ich halt sehr, sehr gerne mal mit euch zocken würde. Deswegen sage ich euch lieber Bescheid, damit ihr Bescheid wisst, damit ihr alle Bescheid wisst, warum keine Videos kommen. Und euch dann nicht fragt, ja, hey, was ist mit dem Video, Bro? Deswegen keine Videos. Tut mir leid. Aber da kann ich selber nichts dran tun. So, haben wir Glowstone? Bestimmt nicht. Hundertprozentig nein. Geil. Egal. Deswegen bitte nicht wundern, dass keine Livestreams kommen. Ich versuche alles Mögliche, um so schnell wie möglich wieder Livestreams rauszubringen. Aber in nächster Zeit wird dies wahrscheinlich nicht der Fall sein, weil es halt wirklich einfach kacke ist. Wenn es nur rumleckt, ist es einfach Quatsch. Dann lohnt sich das alles nicht. Wenn es nur rumleckt, macht es mir keinen Spaß, euch macht es keinen Spaß. So, das ist einfach so bei Livestreams. Deswegen habe ich mir gedacht, ich gucke erstmal nach, ich mache erstmal so ein paar Videos, dann könnt ihr euch jeden Tag auf Videos freuen, dann kommen Samstag einfach mal zwei Videos am Tag raus, habe ich mir dann gedacht, damit ihr diesen Kanal nicht, dass ihr nicht denkt, dass ich den vernachlässige, so. Zum anderen, boah Mann, ich habe 24 Stunden geredet, jetzt plötzlich keine Ahnung mehr. Das zweite war, dass ich eigentlich darüber rede, wie andere YouTuber es schaffen. Was heißt andere? Ich will mich ja selber irgendwie nicht als YouTuber bezeichnen. Ich bin ein Hobby-Videoschnippler. Wie
andere Hobby-Videoschnippler es schaffen, keine Videos rauszuhauen. Also, nochmal, für die Leute, die es jetzt nicht verstanden haben, ist mal ein bisschen schwer. Ich kenne ein paar YouTuber, also auch fanmäßig jetzt, also ich kenne die nicht persönlich, aber ich sehe sie und sehe, dass sie schon seit über 3 Monaten nichts mehr hochgeladen haben. Und darüber wollte ich jetzt eigentlich sprechen, das habe ich mir mal aufgeschrieben, beziehungsweise in meinem Kopf aufgeschrieben, weil ich bin faul, ich bin richtig faule Sau. Von daher, ich schreibe mir gar nichts auf. Ja doch, eigentlich doch, für den Livestream habe ich mir immer was aufgeschrieben, was wir dann nie benutzt haben. Aber okay, gehen wir mal zurück. Während wir hier Fackeln aufhängen, gehen wir mal wieder zurück zum Thema. Und zwar, dass ich das nicht kann. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was ich da für ein Problem habe. Aber ich kann meine Community nicht im Stich lassen. Hört sich als egoistisch an. Egoistisch eigentlich nicht, ne? Hört sich ein bisschen hochnäsig an, meinte ich. Hört sich ein bisschen hochnäsig an. Aber das ist es auch eigentlich gar nicht, weil... Ich meine... Ich habe jetzt 122 Abonnenten und finde das super geil. Ja? Und dadurch habe ich mir eine Community aufgebaut. Ich habe eine Community, Reflection Squad, kennt ihr ja. Solltet ihr kennen, sonst haut ab hier. Oder werdet zu Reflection Squad. Daher habe ich, ich habe da mal geguckt und so, hier, dies, das, mal geguckt, was... Und das finde ich schlimm, weil ich kann das nicht. Also ich war einmal ziemlich krank, ich hatte ziemlich dicke Halsschmerzen und habe gedacht so, boah, du kannst jetzt nicht reden. Und das ist natürlich das Schlimmste eines Hobby-Videoschnipplers, dass er nicht reden kann während des Videos. Und das ist natürlich ziemlich bitter. Und meine Stimme hättet ihr echt nicht hören wollen, weil die echt nicht so Gott ist, ne? Genau. Und daher, aber bin dann schlafen gegangen, aber ich habe mich so beschissen gefühlt. Das ist wirklich gar kein Witz, das ist wirklich Real Talk heute. Ich habe mich so beschissen gefühlt, dass ich am nächsten Morgen um 5 Uhr schon am Video saß und da rumgeschnippelt habe, damit wenigstens noch vor der Schule ein Video rauskommt. Es ist kein Witz, Leute. Das habe ich wirklich gemacht, weil ich einfach, hört sich jetzt wirklich hochnäsig an, aber mir ist das relativ egal. Aber ich würde darüber reden, damit ihr es auch versteht. Es geht darum, dass ich dann denke, ich lasse meine Community im Stich. Und das will ich nicht. Ihr seid Familie, ihr seid Reflection Squad eben. Und die Reflection Squad kann ich nicht einfach im Stich lassen. Andere sehen das vielleicht anders, klar. Aber so sehe ich das. Und so wird das wird auch immer meine Sichtweise bleiben. Und dann verstehe ich nicht, wie Leute, die sich dann, keine Ahnung, eine Community im Millionenbereich aufgebaut haben und die dann so krass vernachlässigen, das kann ich nicht nachvollziehen. Das will ich nicht verstehen, das kann ich nicht verstehen oder das kann ich auch nicht nachvollziehen. So, es soll also kein Hate an andere werden, ach Quatsch, irgendwas. Es gibt ja immer Leute, die sowas reinschreiben. Nein, ich meine das gerade jetzt todernst. Das ist jetzt mal kein so lustiges Video, das ist einfach mal... ein Thema, was mir einfach spontan eingefallen ist, ne? Das kann ich irgendwie nicht verstehen. Und ich meine, ihr habt eine Community, ihr kriegt positive Kommentare, okay, negative, aber ist ja auch okay. Ich meine, daraus lernt man ja auch. Aber das ist ja meistens nie der Grund, dass Leute irgendwie aufhören, unerwartet. Ich sag nichts gegen Leute, die sagen, ich schaff das nicht, Arbeit, Job, Frau, irgendwas. Und die hören auf mit YouTube. Aber es gibt Leute, die lassen das einfach. Die hören einfach auf und beenden das einfach mit dem ganz normalen Let's Play. Keine Ankündigung, nichts. Und das finde ich ziemlich blöd und das finde ich auch ziemlich egoistisch, dass man sich dann irgendwie seiner Community nicht stellt. Das ist makaber. Das ist echt makaber. Ich sehe das aus einem ganz anderen Winkel. Vielleicht liegt es daran, dass ich noch sehr, sehr viel Zeit habe. Ich meine, okay, man kann jetzt... 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage, okay. Es ist okay, ja? Ich meine, es kann ja immer mal ein Todesfall sein oder man liegt im Krankenhaus oder dies, das. Aber gar nicht so 3 Monate oder komplett aufhören, ohne sich der Community zu stellen und zu sagen, dies, das passiert. Ich meine, das ist die Community, hallo, die lieben euch. Warum dann so eine Scheiße abziehen? Verstehe ich nicht. Das kann ich dann irgendwie auch wieder nicht nachvollziehen.
Weil es dann heißt, so, ja, die machen, die wollen dann nur und dann haten und so. Ach, das ist alles Quatsch. Das ist eure Community, die haben euch abonniert, weil sie euch gut finden. Und wenn ihr halt eben keine Zeit mehr habt, dann ist das eben so. Dann müssen sie das akzeptieren. Oh, jetzt hebt mir einen Baumstamm, leck mich doch. Leck mich doch mal hart. Dann müssen die das einfach akzeptieren, das ist so. Ich will jetzt nicht aufhören oder so ein Quatsch, aber es gibt ja so Leute, die das halt so machen und das finde ich echt nicht schön, dann der Community gegenüber. Ich meine, die feiern euch, die finden euch gut. Ich hoffe, das habt ihr jetzt nicht gehört. Die finden euch gut, deswegen haben sie euch abonniert und ihr seid denen dann wenigstens eine Entschuldigung, keine Entschuldigung, sondern wenigstens Erklärung schuldig. Wenigstens warum. Wenigstens das. Damit sie Bescheid wissen, damit sie das nachvollziehen können. Übrigens, das wird hier ein Pool. Ich brauche Eisen. Damit sie das einfach nachvollziehen können und wissen, was los ist. Ich meine, stellt euch mal vor. So, jetzt kommt das große Reflex-Beispiel. Stellt euch mal vor, ihr habt Freunde. Ja, ihr habt wahrscheinlich alle Freunde. Für mich ist das jetzt nicht so normal. Ich habe keine Freunde. Nein. Ist dieser Freund, ihr macht sehr, sehr viel mit dem Freund, ihr macht jeden Tag was mit ihm, ihr chillt und chillt und chillt und dann chillt ihr weiter und am nächsten Tag meldet er sich nicht mehr. Ihr könnt ihn nicht anrufen, er hat euch irgendwie, keine Ahnung, er hat euch geblockt, so über WhatsApp hat er euch geblockt und ihr könnt ihn nicht anschreiben. Ja, was macht ihr denn? Ihr seid frustriert und habt, und ihr macht euch Sorgen. Ihr denkt, es könnte irgendwas Schlimmes passiert sein. Aber dass der vielleicht gar nichts mehr mit euch zu tun haben will. Beziehungsweise einfach keine Zeit mehr hat. Aber das auch nicht sagt. Das wisst ihr ja nicht. Und deswegen meine Sache. Ich verstehe nicht, warum dann andere aufhören. So mit YouTube, ohne irgendwas zu sagen. Es gibt YouTuber, die nenne ich jetzt aber auch nicht. Die irgendwie 3 Monate nichts hochgeladen haben. 3 Monate, okay. Kann immer noch was passieren. Ja, okay, 3 Monate ist schon trotzdem schon heftig. Aber, das finde ich ziemlich krass. Das finde ich ziemlich unfair der Community gegenüber. Weil die euch natürlich feiern, gegebenenfalls gespendet haben, Päckchen verschickt haben. Und dann meldet ihr euch nicht mehr. Das ist wie bei einem Freund. Ihr seid bei einem guten Freund, der sich auch nicht mehr meldet. Und, nee, das muss nicht sein. Das muss doch nicht sein. Oder, Leute? So müsst ihr doch. Das geht doch nicht. Das muss nach da. Ich will eigentlich einen geraden Pool haben. Wie mache ich denn Ditte? Klatscht erstmal das hier raus. Pass auf. So. Auf jeden Fall. Und das ist so eine Sache, die ich... Ich kann sowas gar nicht... Nee, bei mir ist das eine ganz eigene Sache. Ich bin da... anders als andere, also ich habe dann immer Schiss, dass ich die Leute enttäusche, die mich, die natürlich mich feiern oder ach, keine Ahnung was. Wenn ich jetzt mal wüsste, wo das ganze Wasser herkommt. Also, egal, dann lasse ich das einfach so. Ja, und jetzt habe ich irgendwie Scheiße geredet, das finde ich kacke, weil ich habe das gerade eben so schön habe ich darüber geredet. Aber ich versuche es einfach weiter. Auf jeden Fall, das finde ich dann auch wieder nicht nett der Community gegenüber. Aber nun gut. Jedem das seine, ne? Wenn er natürlich keine Zeit hat, ist es eben so. Da kann man nichts dran machen, egal was man tut. So, der Pool, der geht aber fit. Mache ich jetzt hier einfach noch. Nee, mache ich das anders. Mache ich einfach einen Zaun drum. Und jetzt habe ich noch nicht mal einen Plan, wie lange ich aufnehme. Ich folge einfach mal meinen Gefühlen. So, wir machen uns. Machen wir uns mal 18 Mäuerchen. Eins. Zwei. Er ist ziemlich klein, ich weiß, aber. Nun gut. Und dann aber jetzt nochmal auf YouTube zurückzukommen, dann frage ich mich manchmal auch einfach, ob diese Personen, die dann einfach plötzlich aufgehört haben, das erreicht haben, was sie wollten. Wollten sie Fame, wollten sie nur das YouTube-Geld?
Und das beschäftigt mich manchmal. Und wenn ich dann irgendwie abends im Bett liege, dann denke ich so darüber nach. Weil YouTube, ist mir auch aufgefallen, ist bei mir 24/7 im Kopf, ne? Das kriegst du, das hast du einmal drin im Kopf und das geht dann nicht mehr raus aus dem Kopf. Das bleibt ewig. Ich bin heute im Bus, saß ich, hab ein bisschen von mich her geträumt und man dachte mir schon so, ja, was sprichst du überhaupt im nächsten Video an, was du heute raushaust? Ja, und damit fängt der Tag für mich an. Ich wache auf, guck am PC neue Kommentare schon morgens und dann am nächsten Tag, dann nach der Schule nochmal. Bei mir ist YouTube 24/7 im Kopf. Ich träume sogar manchmal von YouTube. Aber weil es auch so geil ist mit euch, ne? Ja, ihr seid eine starke Community. Also, ne, PewDiePie willkommen. Hashtag NoName. Und alle anderen. Mache ich jetzt hier noch inne so? Ja. Warum denn nicht? Man kann doch auch mal übertreiben im Leben, oder? So. Haben wir die Terrasse. Jetzt ist die Frage, was wir oben nur noch machen. Und ja, das lag mir einfach so auf dem Herzen. Das wollte ich einfach mal loswerden, was andere da denken. Vielleicht schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt, was ihr glaubt, warum das so geschieht. Ja, und dann weiß ich auch Bescheid, ne? Dann können wir so immer ein bisschen ein paar Argumente austauschen. Schreibt einfach mal lustig in die Kommentare, was ihr davon haltet, von YouTubern, die ganz plötzlich aufhören mit YouTube. Und sich gar nicht mehr darum scheren, was ihre Community angeht. Ich meine, das ist ihre Community. Ich kann sowas sowieso nicht nachvollziehen. Gar nicht. Aber okay, das ist wirklich jedem sein eigen. Ich will hier wirklich niemanden haten. Das ist alles nur wahres Wort. Genau, das ist alles wahres Wort. Aber nur um das mal so klarzustellen. Ich bin auch... Wenn ich bedenke, andere machen das wirklich nur wegen des Geldes und das verstehe ich gar nicht. Weiß ich echt nicht. YouTube ist Spaß, YouTube ist Freude, YouTube ist Wissen weitergeben, was ich nicht habe. Also was mache ich eigentlich hier? Keine Ahnung. Vielleicht, nee, doch nicht. Nee, ich hatte gedacht, vielleicht, nee. Auf jeden Fall, ja, das ist halt immer so eine Sache. Aber es kann halt immer was sein, ne? Es kann immer was passiert sein, es kann immer was geschehen sein, was man so nicht voraussieht, was ganz urplötzliches, was euch dann irgendwie zurückwirft und ein paar Monate, ja, einsam sein lässt. Ne, das ist irgendwie das falsche Wort. Fehlen mir schon wieder die Worte. Und da merkt man auch schon wieder, dass in so vielen Situationen Worte einfach nicht mehr reichen. Was wollte ich jetzt machen? Ich hab's vergessen. Glas. Ich wollte Glasfenster machen. Feine hier oben. Ja, und ich kann das eigentlich nicht mehr als einmal zu wiederholen. Aber ich will jetzt hier auch keinen Aufstand oder so machen. Aber es gibt halt so YouTuber, aber okay. Ich würde sowas niemals machen. Also das braucht ihr gar nicht irgendwie zu glauben, dass ich irgendwie mal einen Tag ein Video auslasse. Wenn das Video nicht kam, dann kommt's abends. Weil ich lade immer ein Video hoch. Oder wenn es wirklich so ist, dann spätestens am nächsten Tag, dass dann da das nächste Video kommt. Und ich euch dann direkt informiere, wenn irgendwas passiert, wenn irgendwas geschehen ist. Natürlich, es kann ja auch mal urplötzlich sein, ne? Es kann natürlich auch mal urplötzlich sein, dass sowas passiert. Aber man muss sich halt immer wieder aufrappeln, weitermachen. Wenn es jetzt, okay, es geht jetzt irgendwie... Die Oma ist gestorben, die Mutter, wenn es sogar schlimm läuft und ihr noch jung seid, kann ja alles passieren. Aber da muss man echt sich einfach wieder aufrappeln. Ach, wie ging das Zitat nochmal? Man darf nicht seinen Träumen hinterherhängen und vergessen zu leben. Für all die Harry Potter Fans unter uns, ne? Harry Potter Teil 1, Dumbledore sprach zu Harry. Aber die Harry Potter Fans sind, die kennen das wahrscheinlich. So, das zum einen jetzt. Zum anderen, es gibt keinen zum anderen. Das zum anderen, es gibt keinen zum anderen. Nur zum anderen eben, ne? Ditte zum anderen jetzt. Mach ich hier vielleicht noch ein paar Fensterchen rein. Gib mir das Axt! Hier vielleicht. Oder Longline. Ja, dann mach ich lieber ein bisschen länger. Dann sieht das ein bisschen besser aus als so ein schmaler Streifen in der Landschaft. Nee, muss nicht.
Und ich habe gerade 24 Minuten geredet. Ich wünschte, ich hätte die Audio noch, dann hätte ich die einfach hinterspielen können. Schade. Aber okay. Und das wollte ich einfach nur mal ansprechen. So. Jetzt Themenwechsel. Und wie geht's euch so? Alles frisch? Alles im Lot? Läuft Schule gut? Arbeit? Ausbildung? Das freut mich. Das freut mich. Und wenn es nicht so ist, dann kriegt ihr das auf die Kette. Ich meine, ihr seid Reflection Squad. Ihr kriegt alles auf die Kette. Ihr seid Boss. Bedenkt das immer. Wenn ihr irgendwelche Probleme habt, ihr seid Boss. Ihr könnt alles schaffen. Ich meine, in Deutschland, wir haben sowieso so ein gutes System, dass wir wirklich machen können, werden wollen können, dass wir einfach werden können, was wir wollen, so. Das ist schon ziemlich gut gemacht. Ich meine, gibt's nicht überall. Und auch so eine Auffanghilfe, Hartz IV, Arbeitslosengeld, dies, das, hat, glaube ich, nur Deutschland. Oder ein paar Nachbarländer vielleicht noch, ich weiß es gar nicht. Aber sehr, sehr wenige. Auf jeden Fall Amerika ist es nicht. Ich war schon mal in Amerika und da weiß ich, dass das so nicht ist. Aber, ja, ich hoffe, irgendwann wird der Mensch verstehen, dass der Mensch Hilfe braucht und, ach, genau. Sowas auf jeden Fall. Sowas in die Richtung, ne? So. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich aufnehme. Also schon mal mehr als 10 Minuten. Und da ich wirklich nicht weiß, wann ich aufgenommen habe, würde ich einfach, mal kurz strecken. So, und jetzt würde ich gerne nochmal die Gläser reinsetzen. Ich will das heute unbedingt noch schaffen, die Gläser reinzusetzen. Oh, das ärgert mich gerade richtig. Ich habe so schön geredet. Und, so Themen fielen mir direkt ein. Das war so richtig like a real Let's Player, man. Dude. Bro. Und das ist mir einfach so instant eingefallen. Das fand ich super geil. Und dann ist die Aufnahme einfach nicht da. Ist einfach nicht da. Ich bin aus der Hose gesprungen, als ich das gesehen habe. Ich so, das kann doch jetzt nicht sein. Willst du mich verarschen? Nee, war es dann diesmal doch nicht. Sie wollten mich nicht verarschen, nur flachsen. Ja. Naja, gut. So, die Gläser sind jetzt alle drin. Sieht doch schon mal gar nicht so beschissen wieder aus. Hier würde ich halt gerne noch mal 1, 2, 3, 4, 5 zählen. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. So, 4, 4, passt das so? 2, 4, 2, 4, perfekt. So, dann setze ich nämlich hier noch Dings hier Bumsi rein. Und zwar Falltüren, damit ich da halt wieder, kennt ihr bestimmt, so Körbchen, warte, 1, 2, ja, das reicht. Warum lädt jetzt meine Maus die ganze Zeit, verstehe ich nicht. Verstehe einiges nicht, auch wegen den YouTubern und, ja, so, ne? Ich versuche ja immer, was anzusprechen, was im Alltag so geschieht und so. Setzen wir hier ein paar Röschen rein. Eine Rose. Und bisschen Unkraut. So. Dreist. Ich würde aber auch noch gerne eine Türe hier reinsetzen. Sogar eine Eichenholztüre. Aber von außen geöffnet. Dahin. So. Genau so. Genau so. Könnte man auch mal so machen, ne? So eine hervorstehende Türe einfach. So wird das echt fit gehen. Aber gut, lassen wir das jetzt erstmal so auf. Und während da hinten, ich kann nicht mehr ranzoomen, während da hinten dieses wunderschöne LSD-Kätzchen untergeht, würde ich erstmal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin habt einfach einen schönen Tag, ne? Genießt das Wetter, ist ja noch schön, besonders bei mir jetzt. Ist es noch schön und dann sage ich Leute, haut rein, wir sehen uns morgen. Und ja, habt noch einen schönen Tag, tschüss. Das hört sich scheiße an. Leute, wir sehen uns. Haut rein und dann. Bis dann. Ciao, ciao.
Oh Mann, die Begrüßung muss echt schneller und reibungsloser gehen. Mann, muss ich immer noch üben. Egal. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.